Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Kids. Wir spielen heute das Kit Tintenfisch und der Tintenfisch, der startet mit einem blauen Lederbrustpanzer. Außerdem hat er eine Wasserspur hinter sich und er macht Gegner blind, indem er sie schlägt. Die sind dann, glaube ich, für 3 Sekunden oder so blind. Auf jeden Fall geht's in 2 Sekunden los und zack, jawohl, 3 Diamanten, Alter. Sowas macht mich happy, ja. Diamanten sind cool. Aber ich muss sagen, Leute, meine ersten Erfahrungen mit dieser behinderten Wasserspur sind richtig doof. Also da kann ich sagen, die Wasserspur, die nervt mich eher, statt dass ich sagen würde, oh cool. Aus dem Grund, sie spült mich so oft vom Ereignis weg. Ich möchte eine Kiste looten, das Wasser kommt und es spült mich einfach weg. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, was das überhaupt für einen Nutzen hat. Keine Ahnung. Okay, hier war noch eine Kiste, oder? Außerdem, ich habe jetzt einen Shader installiert. Ihr könnt den natürlich jetzt noch nicht sehen, weil ich ihn auch nicht aktiviert habe. Aber am Ende des Videos werde ich auf jeden Fall hier nochmal den Shader reinpacken, damit ihr das auch schön seht. Seht ihr, ich möchte craften und das Wasser fließt einfach, weil sie es einfach nur so denkt. YOLO, ist mir egal, ich fließe, wie ich möchte. Du musst auf mich hören, Wasser, ja? Du musst, ich bin dein Meister. Ich möchte dich bändigen. So, 57 Blöcke. Ist der nächste Gegner entfernt? Gut. Erfahrung haben wir bekommen. Okay. Das sind mehrere. Ich werde jetzt einfach mal sneaken und mir vielleicht dann beide holen. Aber dieses Wasser, seht ihr? Das ist einfach nur scheiße. Okay, es sind beide tot. Beide sind auf jeden Fall tot. Hier. So. Mein Bruder spielt übrigens auch gerade WoW. Spielt gerade WoW. Ich spiele nämlich auch WoW. Und wenn ihr auch WoW spielt, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Das würde mich richtig interessieren. Und auf welchem Server ihr so spielt und so. Wie ihr dort heißt. Am besten, wenn ihr mal mit mir spielen möchtet, dann ist es, glaube ich, am einfachsten, einfach das in World of Warcraft zu tun. So, der ist tot. Oh, das war jetzt noch ein schneller Kampf hier. Denn in World of Warcraft, sag ich mal so, bin ich fast jeden Tag online, ja. Da spiele ich echt, verbringe ich echt eine ganz, ganz große Zeit von meinem Freiraum, sag ich mal. Und wenn ihr dann da mal mit mir spielen wollt, dann kommt einfach auf den Server Mal'Ganis. Alle WoW-Spieler werden wissen, was es hier für ein Server ist. Dort spielt auch Ungespielt. Rotpilz, ganz, ganz viele YouTuber, Zombie, GLP und so weiter. Dort sind wir auch alle in der gemeinsamen Gilde. Simon, ich, Balui und Zander haben damals die Gilde Glut der Erneuerung gegründet. Da mussten wir unterschreiben. Du bist auch in der Gilde. Mein Bruder spielt übrigens erst seit gestern. Seit vorgestern. Und ich muss sagen, der ist eigentlich schon echt gut dafür, dass er seit vorgestern spielt. Das glaubt man eigentlich so gar nicht. Okay, 39 Blöcke. Ich gehe jetzt erstmal weg hier. Genau. Für die Leute, die sich immer fragen, warum hast du den Brustpanzer denn jetzt ersetzt? Dieser Lederharnisch von den Barbaren, der hat nämlich Schutz 1. Und das ist dann schon ein bisschen besser als ein zum Beispiel Brustharnisch von einem Wasserelementar. Ach, was labe ich hier schon? Ich bin schon wieder voll in WoW. Von einem Tintenfisch, weil wir sind ja Tintenfisch. Aber wie ihr seht, das Wasser ist nicht so vorteilhaft, wenn man sich zum Beispiel schnell bewegen möchte. Finde ich nicht so geil. Komm her, Schwein. Hallo, Schwein. Es kam jetzt außerdem auch ein paar Tage kein... Oh, da hinten ist jemand. Okay. Schnell was essen hier. Und am besten, wir schießen ihn jetzt einfach mal ab. Oh, das war jetzt ja ein toller Schuss. Das war jetzt ja der Todesschuss. Man kann es sogar wörtlich nehmen, ja, das war jetzt wirklich der Todesschuss. Boah, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt echt schon Angst, dass der vielleicht hier eine richtig starke Ausrüstung hat. Hatte er gar nicht, also hatte er ja, aber er war... wahrscheinlich schon sehr, sehr vom Kampf geprägt und deshalb schon ziemlich verletzt. So, ich mache mir hier jetzt erstmal eine
Hose. Eine Hose möchte ich haben, ja? Eine Hose, hallo, eine Hose. Gut, jetzt habe ich eine Hose, ein Eisen noch, ja? Dann könnten wir uns sogar einen Brustpanzer machen. Und einen Goldapfel können wir uns auch noch machen. Den mache ich mir jetzt gleich so. Oh, naja, gut, dass wir den jetzt noch nicht gecraftet haben. Das hätte nämlich schief gehen können. Jetzt leben eh nur noch drei Spieler. Jetzt gucke ich mal, er hier. Hallo, jetzt bist du blind, ne? So. Oh, da ist er tot. Boah, ich weiß jetzt nicht, warum die ganzen Spieler jetzt alle so schnell sterben. Good luck und have fun. Ja. Keine Ahnung, was denn mit denen los heute? So, heute ist irgendwas... Heute ist irgendwas sehr, sehr komisch. Alle sterben heute so schnell. Alle sind irgendwie nur One-Hit. Was ist hier los? Kann mir das mal jemand erklären hier? Ich weiß nicht, was hier los ist. Okay. Erstmal die Sachen hier weg. So mache ich das jetzt einfach mal. So, zack, zack, zack. Haben wir jetzt... Okay, jetzt haben wir 13 Eisen. Das bedeutet, wir können uns jetzt auch einen sexy Brustpanzer machen, ne? Zack. Okay, jetzt haben wir noch schnell einen Brustpanzer, bevor es zum Kampf geht. Den Goldapfel geht sich jetzt auch wahrscheinlich noch aus. Ja, ging... Oh, 51 Blöcke. Okay, Leute. Er wird wahrscheinlich jetzt gleich immer näher kommen. Immer näher, immer näher. Und dann kommen wir und essen den Goldapfel. Gut. Gut, rennen wir einfach mal auf den Gegner hinzu. Ich möchte jetzt auch eigentlich gar nicht mehr länger warten. Ich glaube, dass es könnte vielleicht ein Techniker sein. Könnte dann wirklich eine starke Ausrüstung haben. Dann müssten wir eigentlich nur versuchen, ihn gut zu hitten. Und ja, gucken wir einfach mal. Da hinten ist er. Er rennt eher weg. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist er noch am Reason und hat vielleicht gerade eben noch einen Kampf erlebt. Ich weiß es nicht. Man kann es immer nur erahnen. Jetzt habe ich aber den Goldapfel schon getötet. So. Gut. 26 Blöcke. Dann geht's los. Danke, da ist er ja schon. Da ist er ja schon. Jetzt werde ich ihm versuchen, den Weg abzuschneiden. Okay. Hallöchen. Popöchen. Okay. Er versucht, wegzurennen. Entweder er hat kein Schwert oder was ist hier los? Das verstehe ich nicht, mein Lieber. Was tust du denn? Wieso rennt er denn ständig von mir weg? Ah, er ist ein... Ich weiß, was er ist. Er macht immer nämlich nur einen Schaden. Okay, da ist er down, GG. Er war ein... Ja, er war ein... Eins. War knapp. Okay, war das... Ja, okay, das war ein Non-Premium. Gut. Ja, Leute, ich bin noch ein bisschen verwirrt jetzt gerade, weil die Runde so schnell ging und vor allem, weil wir eigentlich voll viele Leute gewone-hitted haben. Also anscheinend haben wir ganz viele Leute irgendwie erwischt, die hier irgendwie, keine Ahnung, die wir gewone-hitted haben. Okay, ich zeige euch einfach jetzt mal den Shader. Das wäre dieser hier. Ich weiß nicht, findet ihr den hübsch? Also ich finde ihn eigentlich schon ganz hübsch. Vor allem hier so die Sonne. Ja, das sieht schön aus. Damit kann ich eine schöne Verabschiedung machen. Ja, Leute, ich würde einfach mal sagen, mein Fazit zu dem Kit Tintenfisch ist, das Tintenfisch-Kit ist ein sehr gutes Kit, was die Fähigkeit zu erblinden, sage ich jetzt mal, hat, dass man andere Leute damit richtig verwirren kann. Aber was ich ganz und ganz und ganz und gar nicht gut finde, ist dieser, diese Wasserspur, die einen hinten nachgeht. Ich weiß nicht, also die stört mich extremst. Also deswegen würde ich jetzt auch sagen, wenn ihr wirklich ein gutes Kit wollt, dann kauft ihr lieber ein anderes Kit. Also würde ich euch das Kit jetzt nicht unbedingt empfehlen. Es ist jetzt nicht das Schlechteste vom Schlechten, aber ich würde jetzt nicht unbedingt dieses Kit empfehlen. Vor allem, weil es wirklich da stärkere Kits gibt, die nicht so einen großen Nachteil haben. Ja. Dann würde ich einfach mal sagen, war's das, Leute. Wenn ihr Bock auf ein WoW angespielt habt und ich euch dann die ganzen Daten wie Gilde und so weiter alles sage, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Außerdem schreibt ihr in die Kommentare Shader ja oder Shader nein. Und dann könnt ihr auch noch ein Like da lassen, wenn es euch auch noch gefallen hat. Dann seid ihr wirklich multitaskingfähig. Und ich würde sagen, haut rein, Leute, macht's gut und ciao. Tschüss.